Das Talos-Prinzip ist immer noch am Wirken hier. Wir sind eine Maschine, die sich ihrer Umwelt immer mehr bewusst wird und ihrem eigenen Verstand. Wir haben drei Puzzle zu lösen. Ich nehme mal das da zuerst. Das spricht mich irgendwie an, das hat was. Über den Zaun. Ein Kistchen. Ein Puzzleteil. Ein Zaun. Oh. Wo ist mein Kistchen? Gib mir mein Kistchen. Hopp. 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 Oh Gott, ich hab's verkackt. Ich brauch doch die. Nein! Ich komme hier nicht mehr raus. Zurückspulen, ja? Ich muss doch erst noch die andere Kiste reinwerfen. Dumm, dumm, dumm. Ich hab's direkt im Moment, als ich gesprungen bin, gemerkt, dass ich doch erst noch die da reinwerfen möchte. So. Erst zum ersten Mal das drüber klettern. Vielleicht kann man auch damit einen Laser in Stellung bringen, der dann zu dem anderen Puzzle mit dem Stern rüberschießt. Gut, dann nehmen wir die Seite. Da ist schon mal der rote Laser. Das ist schon mal gut. Ein drittes Rad. Ein Busch. Aha, Gut, wir brauchen roten Strom, blauen Strom, mehr Konnektoren. Ich baue jetzt einfach mal irgendwie und gucke mal, was das wird. Das ist immer gut bei so Puzzeln, einfach mal anfangen. Einfach mal gucken. Da ist der blaue Strom. Da müsste ich einen ziemlich scharfen Winkel setzen. Wenn ich da mit zwei Konnektoren durchkommen möchte. Könnte ich vielleicht sowas? Ah, es ist gebrochen. Keine Sichtlinie. So hier, das geht. Und dann so, ja. Und dann können wir das Ding da draufstellen und holen wir uns unser Teil. Fast schon zu leicht. Aber es ist auch nur ein gelbes. Okay, kriegen wir den Laser hier irgendwie raus? Sehe ich irgendwo Fenster oder sonst irgendwas? Nicht so wirklich, ne? Kein Durchgang und keine offensichtlichen Empfangsstellen. Wobei, durch die Tür ging ja, oder? Wie war das? Ja, durch die Tür ging ja. Also von Tür zu Tür ist immer möglich. Möglicherweise, das checke ich mal ganz kurz aus. Ich check es aus, Mann, Alter. War hier nicht roter? Ja. Weil die Türen sind sich ja gegenüber. Da müsste ich doch so das stellen können, dass man das da drüben durch die andere Tür sehen kann. Wäre ein sehr weiter Laserschuss, aber bis jetzt war Distanz kein Limit. Und für Laser erst recht nicht. Die bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit und ohne Rücksicht auf die Gesetze der Physik. Oder so ähnlich. Wenn ich jetzt das nochmal ausprobiere hier. Aber hallo. Easiest star of my life. Gut, das hätten wir begriffen. Dann brauche ich auch keine weiteren Gedanken mehr zu machen. Kann ganz sorgenlos in das letzte Level gehen. Bis mir einer sagt, dass hier irgendwo noch ein Stern rumlungert. Oh, was ist denn das? Farbe? Nachricht hinterlassen. Ich habe keine Idee, was los ist. Wie geht's dir? Wie steht's mit dir? Ich bin bis an den Rand der bekannten Welt gereist. Auch wenn es scheint, als ob unser Reis sich bis in die Ewigkeit erstreckt, ist es doch viel kleiner, als wir es uns vorgestellt hatten. Das stimmt, das habe ich auch gemacht. Das Zertifizierungsprogramm ist eine Farce. Blödsinn, das ist Propaganda der feindlichen Satanisten oder so. Die Werkzeuge, um diesen Ort zu überwinden, sind uns zur Verfügung gestellt worden. Nun müssen wir nur lernen, wie man sie benutzt. Du wirst ein besonderes Gerät brauchen, um das hier zu lösen. Hast du versucht, die Laserstrahlen zu kreuzen? Bin ich verrückt oder haben diese Computerterminals eine Persönlichkeit? Das da mit dem Reich, pinsel ich mal an. Ja, okay.
Also, mal ganz blöd gefragt, das ist aber jetzt nicht wie Dark Souls, dass das irgendwie andere Leute sehen können, wo ich das hingepinselt habe, oder? Ich gehe stark davon aus, dass das nicht so ist. Insbesondere, da ich gerade im Offline-Modus bin, aber... ich denke mal, auch im Online-Modus wird das jetzt nicht bei anderen Leuten auftauchen. Oh, lange nicht mehr mit Feinden zu tun gehabt. Das ist ja richtig ungewöhnlich. Okay, schauen wir mal. Der da könnte Zeug für uns kaputt machen, wenn wir ihn nur kurz genug ausschalten, bis wir die Kiste aus dem Weg geschafft haben. Und dann kletter ich mal hier hoch und schauen wir das mal von oben an. Der wird wahrscheinlich noch nichts sprengen, ne? Der schaltet zwar scharf, aber der kommt nicht nah genug ran. Na, immerhin kann ich hier drüber. Okay, ich hab so eine Ahnung, was ich machen muss. Epitaph. KIT-Programm V7210023. Codename Samsara. Endete hier. Logik, Zeitüberschreitung. Letzter Speicherauszug. Aber ich steckte fest. Was sollte ich denn? Ich sehe Wolken. Programmabkömmlinge Samsara V7210-Serie. Oh, hier ist ja ein Bruder von uns gestorben. So, hier ist das Teil dahinter. Ja, ich habe eine starke Ahnung, wie das funktioniert. Eine starke Vermutung. Ich sag's doch nicht. Habt ihr schon eine selbe Ahnung wie ich? Wir machen Folgendes. Ja, es funktioniert. Ich kann es kaum glauben. Ah, oh, ich kann nicht klettern mit dem Ding. Oh, dann das ist blöd. Dann komme ich nämlich nicht wieder. Achso, ja, ich kann es von hinten aus ausschalten. Das geht auch, ja. Ich muss es nicht mit rübernehmen. Ich habe keine tiefen Sicht. Ich kann nicht einschätzen, wie weit da hinten ist. Das hat gereicht. Super! Okay. Dann zeig mir mal das... Oh, hier geht kein Tor auf, sondern da brauche ich eine blöde Leiter. Im Ernst? Okay. Die Welt... Oh, shit! Hinfort! What? In der Zeit deiner Vorfahren gab es jene, die nicht den Pfad des Glaubens wählten. Du musst keine Angst vor ihren Geistern haben. Fürchte dich nur, dass du wie sie enden könntest. Holy fuck, what did he do to him? Der hat ihn umgebracht. Der war nur panisch und hat ihn umgebracht. Oh mein Gott, Papa ist so grausam. Ich möchte auch mal so werden wie er. Ich kann doch hier irgendwas anmachen, oder? Ja. Ausgezeichnet. Jetzt machen wir mal so ein Teil, machen wir mal so ein Teil rein. Jupp, easy. Jetzt kann ich auch Kisten fliegen lassen mit Windturbinen. Na komm, versiegt schon im Boden. Na, also ich weiß ja, wie der Hase läuft. Okay. Ab zur 2. Gut, bringen wir es. Ich sehe alles. Ich weiß alles. Meine Macht kennt keine Grenzen. Und doch ist dein Wille frei. Denn du wurdest erschaffen, um frei zu sein. Dies ist der Grundsatz deiner Existenz, ohne den die Prüfungen dieser Welt keine Bedeutung hätten. Es muss dein Entschluss sein, Erlösung zu suchen. Okay, was immer du sagst, Papa. Ich mach's. Also, hallo nochmal. Ich habe Ihre Antworten im Bibliotheksarchiv gegengeprüft, um Ihnen weiterzuhelfen. Brauche ich einige zusätzliche Informationen. Können Sie mir sagen, was für Sie der wichtigste Unterschied zwischen einem Kieselstein und einem Baum ist? Ein Baum ist schwerer, ein Kieselstein ist älter, ein Baum ist lebendig. Ein Baum ist schwerer. Wenn er mir auf den Fuß fällt, dann tut's weh. Das ist wahrscheinlich wahr, aber für unsere Nachforschungen kaum relevant. Die Antwort, auf die ich gehofft hatte, war, dass der Baum lebendig ist. Zweitens, was ist der relevante Unterschied zwischen einem Baum und einem Frosch? Der Frosch ist lebendig. Nee, warte, das gibt's gar nicht. Damit kann ich das jetzt nicht sagen. Ein Frosch ist grün, ein Frosch ist lecker. Der Baum ist auch grün, der Baum ist auch lecker. Der Frosch muss also bei Bewusstsein sein. Jetzt kommen wir voran. Ha, Ausschlussverfahren funktioniert. Versuchen wir eine schwierigere Frage. Was ist der Unterschied zwischen einem Frosch und Ihnen? Warum sind Sie eine Person? Warum sind Sie ein Person?
Ich habe Gefühle, ich bin vernunftgebabt, ich bin mir meiner selbst bewusst. Nichts Konkretes. Frösche sind auch nur Menschen. Ja, das. Überprüfe User Prof. Fertig. Das verwirrt mich, da sie während der Zertifikatsphase angegeben haben, dass man ein Tier und vernunftbegabt sein muss, um eine Person zu sein. Wenn ich mit Fröschen rede, erscheinen sie mir meist nicht allzu vernunftbegabt. Wie wäre es, wenn wir eine Abmachung treffen würden? Ich werde zustimmen, dass Tiere genauso wertvoll oder wertlos wie Menschen sind. Sie stimmen zu, dass es einige Dinge gibt, die eine Person tun kann, ein Frosch aber nicht. Denn wenn Frösche Personen sind, ist das Zertifikationsprogramm grundlegend nicht für seinen Zweck geeignet. Ja, ich stimme zu. Wir haben eine Abmachung. Sehr vernünftig. Terminologie kann so wichtig sein. Ich würde Ihnen gerne folgende Theorie unterbreiten. Der Unterschied zwischen Ihnen und einem Frosch ist, dass Sie vernunftbegabt sind. Sie sind sich Ihrer selbst bewusst. Das ist, was eine Person ausmacht. Zeit für eine Bestandsaufnahme. Ich denke, wir können vorläufig zwei Dinge feststellen. Erstens, eine Person muss vernunftbegabt und selbstbewusst sein. Zweitens, eine Person muss bewusst sein. Was ich nun zur Bewältigung Ihres Problems vorschlagen würde, ist die Frage zu stellen, ob Sie tatsächlich diese beiden Dinge sind. Sind Sie sich Ihrer selbst bewusst? Können Sie Ihre Existenz erklären? Ich bin mir meiner selbst bewusst, aber nein, ich kann meine Existenz nicht erklären. Fehler kann nicht kalkuliert werden, habe ich getippt. What? Ich denke, Sie stellen Ihr Licht unter den Scheffel. Obwohl Ihre Antworten bis jetzt ein wenig exzentrisch waren, habe ich mich dazu durchgerungen, zuzugeben, dass Sie vielleicht intelligenter sind, als Sie es am Anfang erschienen. Die Frage, ob Sie nun Bewusstsein besitzen oder nicht, ist etwas schwieriger zu erfassen. Wie ist Ihrer Meinung nach Bewusstsein? Was ist Ihrer Meinung nach Bewusstsein? Bewusstsein ist das, was uns von Tieren unterscheidet? Nee. Bewusstsein ist Gefühle und Sinn zu haben? Nee. Bewusstsein ist, wie es sich anfühlt, ich zu sein? Ja, vielleicht. Bewusstsein ist weit außerhalb meines Fachgebietes. Bewusstsein ist, wie es sich anfühlt, ich zu sein. Das ist die richtige Antwort. Das beantwortet die Frage wohl kaum. Was? Natürlich beantwortet es die Frage. Was ist es in alltäglichen Begriffen? Kann ich es anfassen? Woraus besteht es? Was? Woraus besteht es? Was sind denn für komische... Was? Ich will keine dieser Antworten sagen. Die sind alle scheiße. Bewusstsein überschreitet die Grenzen der Physik. Die Gesetze der Physik. Interessant. Kalkuliere. Wissen Sie, ich glaube wirklich, dass wir vorankommen. Wir kriegen Sie schon noch durch das Zertifikatsprogramm. Zertifikationsprogramm. Oh, ich kann auch nicht lesen. Ich bin echt schlecht im Vorlesen gerade. In der Zwischenzeit werde ich Ihren Vorschlag überdenken und Ihnen Bescheid geben, sobald ich zu einem Ergebnis gekommen bin. Supportsitzung wird beendet. Und wir haben wieder drei Dinge hier. Wissenschaft, Magie. Bla 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 bla. Mystiker haben wissenschaftliche Methoden angewandt. Eine Anekdote betrifft einen Handleser, der entblößt wurde, als zwei reiche Kunden ihre Vorhersagen verglichen und feststellten, dass diese identisch waren. Im Jahre 1948 hat diese Tendenz tiefsinnige persönliche Botschaften in vagen, mit großer Autorität verkündeten Beschreibungen zu finden, einen Namen bekommen. Der Forer-Effekt, auch Barnum-Effekt genannt. Heute wird er in allen modernen psychologischen Theorien anerkannt. Also, ich möchte jetzt mal was sagen. Wenn die beiden ihre Vorhersagen vergleichen und die sind identisch, kann es auch einfach sein, dass sie beide dass sie genauso enden werden, dass beiden das gleiche Schicksal beschuldigen ist. Das beweist doch überhaupt nichts. Selber. Bin von Drennens Projekt fasziniert. Wunderbarer Unterhaltung betreffend Talos-Prinzip. Griechischer Philosophie, Anwendbarkeit auf momentane Situation. Habe als Projektnamen Talos vorgeschlagen. Drennen wehrt sich, aber der Name scheint im Team Anklang gefunden zu haben. Erhalte stündlich Zehntausende von Dateien. Unsere ganze Geschichte. Gewichtsverlust 722. Diätblock, letzter Eintrag. Warum genau lese ich das? Essen. Zuckerschnecke. Alles klar. Ungesunde Lebensmittel. Ich werde Gelee-Bananen verschlingen wie ein verrückter Affe an Affenweihnachten. Oh Mann, was geht hier ab? Burger, die so fettig sind, dass man mit ihnen eine ganze Fabrik ölen könnte. Dreifach Speckburger mit Doppelkäse und extra Zwiebeln und Mayonnaise und Ketchup und Senf und dicke, fette, salzige... saftige Frikadellen und dann ölige, dicke Pizza mit würziger Salami und Barbecue-Soße und Oliven und Jalapenos und Sauerrahmen. Essenskoma, ich komme. Da hat jemand seine Diät aufgegeben, habe ich das Gefühl. Hat wohl nicht so gut funktioniert. Gut, ich hole mir noch eine Sprachnachricht hier hinten ab und dann gehe ich ins erste Puzzle rein und löse das schon mal. Ich habe wiederkehrende Träume.
große, leere Städte, kilometerlange verlassene Straßen. Ich sehe die Erde vom Weltraum aus und alles ist dunkel. Kein einziges Licht kann mir den Weg nach Hause weisen. Aber wenn jemand wirklich von einer anderen Welt käme, wie würde die Erde dann für ihn aussehen? Wie Wildnis? Eine Einöde? Ich glaube nicht. Sogar nach tausenden von Jahren würde er eine Welt sehen, die von uns in jedem Aspekt ihres Wesens gestaltet wurde. Er würde Städte und Straßen sehen, Brücken und Häfen. Und er würde sagen, hier lebte ein Volk von Riesen. Diese Träume machen mir Angst, aber sie erinnern mich auch, dass wir all das erbaut haben. Ein Volk von Riesen, so. Also hier sind diese Windmaschinen. Aber ich habe so das Gefühl, das funktioniert noch nicht so ganz. Was muss ich denn hier tun? Das ist mir noch nicht klar. Ich kann das da draufstellen, dann dreht sich der Kram hier. Und dann? Ach so, da fehlt ja noch was. Ach so. Ich dachte irgendwie, ja, okay, ich habe das fehlinterpretiert. Ich wusste nicht, dass man die Dinger nehmen kann. Nette Schlange. Okay, hier komme ich wieder zurück, wenn ich denn drin möchte. Okay, hier ist unser Puzzleteil. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Was wir also eigentlich machen wollen, ist... Hatten wir nicht zwei Kisten? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, das war jetzt auch nicht so klug, ne? Das war mehr so mittelklug. Ja, der hält dann an, bevor ich rüber kann. Okay, also ich bräuchte eigentlich noch irgendwas zum Beschweren. Muss ich mich wohl beim Management beschweren? so, damit habe ich das Rätsel wohl kaputt gemacht, oder? Wobei mich der Autorückspuler nicht gewarnt hat. Vielleicht war es doch noch lösbar. Ich bringe mich erstmal mal selber rüber. Aber es muss doch einen Grund geben, warum es zwei von den Dingern gibt hier. Gab es hier nicht noch eine Kiste oder sowas? Gibt es auf jeden Fall zwei Leitern, drei Leitern. Sehr viele Leitern. Also ich habe so gleich das Gefühl, dass ich hier noch eine gewisse Mechanik dieser Windräder übersehe. Und deswegen nicht auf die Lösung komme. Im Prinzip möchte ich ja samt Kiste rüber. Ach so, ja, jetzt weiß ich. Ich kann auch so ein Windrad da drauflegen, oder? Das ist ja fies. Das ist ja echt gemein. Da denkt man noch, warum braucht man hier zwei Windräder? Die Antwort ist, man braucht das eine Windrad, um das andere zu aktivieren. Okay, hier Rätsel. Ich gebe zu, du warst ganz nett. Da stand noch irgendwas. Mir ist klar geworden, dass nicht all diese Rätsel von seinen Kindern gelöst werden sollen. Nur der Gestalter selbst kann je die unendliche Komplexität seiner Schöpfung verstehen. Ich werde seine Arbeit bestaunen und verehren. Ach, der Faith ist so ein Arschkriecher. Und zu doof zum Puzzle lösen. Und der Sheep ist auch nicht viel besser. Das Grab. Okay, mal wieder, hier ist der Ausgang. Ich bin mir sicher, dass wir Antworten finden können, wenn wir nur lange genug suchen. Wir müssen zusammenhalten. Sheep. Okay, ich verstehe, dass ich diese Siegel sammeln soll. Ich verstehe nur nicht, warum. Klar, die laute Stimme sagt mir, dass ich es tun soll. Aber seine Welt hat keinen Zusammenhang, kein Ziel und keine Fundamente, aus denen ich einen Sinn konstruieren könnte. Dog. Dog denkt nach. Dog ist der Denker hier. Okay, das Ding hier ist gebust, gestört, gejammt. Und offensichtlich ist German auch der richtige Weg, um hier weiterzukommen. Okay. Bis jetzt noch nichts besonders Kompliziertes. Wir können das Ding hier öffnen.
Und das hier jammen. Soweit noch nichts Neues. Ach nee. Da ist ja noch so ein Teil. Okay, jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich, sag ich mal. Wollen das hier. Okay. Am meisten Sinn macht es das hier mit dem Jammer zu öffnen. Weil es am weitesten weg ist von der Stromquelle. Ja, okay. Da war jetzt überhaupt kein großes Rätsel dahinter. Dum-di-dum. Bunny-hop, bunny-hop, bunny-hop. Noch ein gelbes, nämlich Mondschuss. Das Mondthema ist hier stark. Okay, hier ist ein roter Laser. Wo ist der Mond, auf den ich schieße? Mal ausprobieren. Oh, wir sind hier nicht bei Portal. Ich kann nicht auf den Mond schießen. Okay. Da ist auf jeden Fall eine Tür, die möchte ich auf jeden Fall aufmachen. Hier ist ein. Was macht das? Hebt mich hoch. Ach so. Ach ja, das wäre nett. Ich nehme an, dass Folgendes funktionieren würde, richtig? Oh, come on. Das hier, das hier. Und dann da drauf. Und dann die Kiste da drauf. Oh, das funktioniert nicht. Oh, der Connector fliegt einfach mal runter. Okay. Vielleicht kann ich es auf die Kiste stellen oder so ähnlich. Das kriegen wir schon noch alles hin. Oh, ich bin gar nicht hin. Ich weiß ja noch gar nicht, wo ich überhaupt hin will und was ich brauche. Was mache ich denn eigentlich? Warum bin ich denn hier blöd? Jetzt mal im Ernst. Achso, ich kann da ja auch eh gar nicht durchschießen, ne? Da ist ein Gitter im Weg. Okay, okay. Ah, hier ist die zweite Kiste. Okay, das habe ich. Na, das hat mir gefehlt. Also noch ein Versuch. Da drauf. Da drauf. Da drauf. Da drauf. Ja, schon viel stabiler. Klappt doch. Jo, ich bin nochmal weg. Ah, das ist wieder eine Grundlage für einen der Sterne garantiert, oder? Das Ding fliegt da jetzt. Und das kann ich doch auch von außerhalb sehen. Aus einem anderen Puzzle raus. Würde mich stark wundern, wenn ich da nicht irgendwie an den Stern rankomme. Okay, das waren bereits alle gelben. Es gibt noch zwei rote. Oder ein rotes, zwei rote. Hier ist auf jeden Fall ein rotes. Was sagt denn die Uhr? Oh, ist schon wieder so spät. Nächstes Mal gibt's rote. Bis dann!